Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Wir sind im Waldgebiet unterwegs. Es geht zum Waldkönig. Und ja, wir erinnern uns alle noch an den letzten Run hier. Als wir nicht nur die ganzen Typen hier gesehen haben, die in ihrer Ausbildung in Anführungszeichen waren, sondern... Okay, wir lassen die mal alle in Ruhe. Sondern wo wir auch den Waldkönig gesehen haben, das war ja quasi... Das war ja quasi nur ein ganz normales Baby, Maschinenbaby. Aber wir haben jetzt gesehen, okay, der Maschinenkönig könnte doch eine andere Identität gehabt haben, denn vor 250 Jahren gab es ihn schon. Gut, ich glaube, für Maschinen ist es nicht so schwer, eine andere Gestalt anzunehmen und quasi ihre KI zu übertragen. Okay, so komme ich nur schwer rüber. Und ansonsten sind wir letztes Mal einem Androiden begegnet. Okay, wenn ihr wirklich kämpfen wollt, dann auf geht's. Ah, die Musik variiert hier auch mal. Finde ich cool. Oh, jetzt hack ich den Großen gerade. Ob das so clever ist? Ja. Ist es? Ist es nicht? Ist es nicht. Ja, die Kleinen explodieren auch so schön, ne? Man muss die Großen eigentlich gar nicht unbedingt hacken in so einer Situation. Autsch. Defekte Batterie erhalten. Wir brauchen Maschinenrumpf. Leute, wir brauchen definitiv alles, um unsere aktuelle Waffe nochmal auf Stufe 3 zu kriegen. Ich habe aus Interesse geschaut, auch wie weit wir mit den jeweiligen Let's Plays nach x-beliebigen Folgen waren. Und hier sind wir quasi jetzt schon zwei Level weniger haben wir im aktuellen Playthrough. Allgemein habe ich auch, glaube ich, ein bisschen weniger Spielzeit insgesamt pro Video. Aber wir sind quasi dann beim selben Fortschritt mit zwei Videos weniger. Und ja, da merkt man auch, es geht einigermaßen flott voran. Und das, obwohl ich auch hin und wieder so ein Gewölbe oder so untersuche. But how can a concept like loyalty be understood by a machine? Ah, stimmt, die haben das doch mit einer Familie erklärt. Ah. Ja, das könnte natürlich dann Sinn ergeben, ne? Dass du das über einen Familiengedanken versuchst zu erläutern. So ein bisschen der Gedanke von Inception. Wenn du etwas umsetzen willst, dann versuche nicht einen felsenfesten Gedanken. Zu platzieren, sondern nur das Gefühl. His Majesty, he's dead. The king who gave all for us. So benevolent and kind, and now he's dead. He deserves a royal upbringing.
deserves protection. Okay, ich finde das sehr seltsam. Die wollen das Kind aufziehen. Ein Maschinenkind wollen die aufziehen. Und 128 Jahre hat es auch nicht geklappt. Bin ich der Einzige, dem es auch auffällt, dass die quasi immer Zahlen genommen haben, die also quasi wie bei Megabyte und Gigabyte und so, immer 2 hoch irgendwas sind. Also 128 und 256. Ist ja, glaube ich, 2 hoch 5, 6, 7, whatever. Oder 2 hoch 8, keine Ahnung. Zu faul gerade zu rechnen. Aus dem Vorbau. Der Kollege. Ah, wo kommst du denn her? Nein! Die weißen Wände werden zerstört. Oh, geschafft. Okay, geschafft. Okay, da müssten wir erstmal die Brücke ausfahren. Ich glaube, hier ist eine der Stellen, wo ich gestorben bin. Eine der 2, 3 Stellen im gesamten Spielverlauf tatsächlich. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, this looks like a king's castle, all right. Und daraus mache ich auch kein Geheimnis, dass ich auch einen etwas einfacheren Schwierigkeitsgrad immer nehme. Also, ich glaube nicht das Einfachste, aber ich nehme dann jetzt keinen Schwierigkeitsgrad, wo ich ewig an gewissen Stellen hängen könnte. Denn obwohl mir das Gameplay Spaß macht, möchte ich da doch einigermaßen flott durch das Spiel gehen können und nicht irgendwie stundenlang an einer gewissen Stelle hängen bleiben, um dann das Let's Play damit auch in die Länge zu ziehen. Das wäre halt auch nervig, glaube ich. Auch zum Zuschauen würde das, glaube ich, keinen Spaß machen, wenn man dann irgendwie sieht, wie man 2 Stunden am selben Ort ist. Deswegen habe ich auch ein bisschen Abstand von Bloodborne und so genommen oder Dark Souls. Spiele, die allgemein halt super cool sind, aber die, glaube ich, Let's Play-technisch zumindest nicht ganz zu dem passen, wie ich mir das wünsche. Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, 9. Wait, what did you just say? Roger that, 9. Wait, no, that's not what you said. You said 9. Or at least something close to. Cut the chatter and engage the enemy. Ich frag mich, warum gerade die Stelle gewählt wurde, damit man quasi 2B als sehr hingezogen zu 9S nimmt, weil sie spricht ihn ja mit seinem gewünschten Spitznamen an. Doesn't look like I'll need this. Warum können wir das nicht mitnehmen? Spielen wir nochmal eine Maschine?
zur Hölle ist das? Boah, was war das denn bitte? Was war das jetzt für ein Wesen? Spielen wir nochmal ein Maschinenwesen, das sich hier durchkämpfen wird? Ey, ich stehe für alles offen bei diesem Spiel, ey. Ich lass mich immer wieder gerne überraschen, also. Von mir aus können wir mal auch einen Run als Toastbrot machen. Wenn dadurch gewisse Fragen beantwortet werden und nicht nur gestellt werden, dann fände ich das auch ganz geil. Ah, damit. Ich glaube, dass das Team so durchläuft mit der Violine. Das habe ich schon länger nicht mehr gehört, oder? Okay, unsere aktuelle Waffe ist halt einfach godlike. Ich bräuchte einen Maschinenrumpf. Den kriegt man eventuell nur bei einem bestimmten Gegner. Ich habe ohnehin nur einen. Bräuchten wir, damit wir unsere Waffe verbessern können. Und ich glaube, hier kommt jetzt das Alien. Ah, stimmt, hier sind noch erstmal Soldaten. Ja, die können sich so gut verstecken wie Hitman, auf jeden Fall. Gut, weiter geht's. Ah, jetzt kommt dieser Mistkerl. Aber ich kann ihn ja jetzt hacken, ne? Yes! Bam, bam. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, einfach nur von den Liederkugeln fernhalten. 402 Punkte! Ist der direkt kaputt oder was? Oh. 9 Äste, bist so eine Kampfmaschine. Obwohl er eigentlich nur die Aufklärungsmaschine sein soll, ne? Vor 64 Jahren, Fragezeichen. His Majesty hasn't grown at all. No, not in the slightest. How can we make him bigger? To figure that out.
Ey, die kriegen es hin, dass es einem fast schon leid tut, dass man den Waldkönig umbringen will jetzt. Ey, ich finde es auch so süß, dass die nach 120 Jahren meinen, ey, der ist kein bisschen gewachsen. Ja, es sind 120 Jahre vergangen, Leute. Es hätte euch auch irgendwann auffallen können, ne? Ah, oh, es ist halt so lustig gemacht, ne, an der Stelle. Habe ich damals diesen Weg hier gefunden, oder? Na gut, wenn ich nur ein Item bekomme. Oh, okay, ich kann hier runter. Was zur Hölle? Ich will diese Tür aufmachen. Ich glaube, es ist etwas für einen weiteren Run. Das ist so schade. Ey, das Ding ist vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob ich da was verpassen werde oder ob es halt wirklich etwas für einen anderen Run ist. Moment. Ziehen kann ich, ist okay. Golderz erhalten. Ach komm schon, hier kann ich doch... Muss ich das hier wirklich rüberziehen, ne? Oder? Die Typ wieder einfach total nutzlos steht. Okay, das geht nicht.
Was macht sie da? Leute, hier muss man doch irgendwie rauskommen können. Probier mal den ersten Sprung von der Kiste aus und den zweiten mache ich dann in der Luft. Ja, was ist denn los? Okay, jetzt hat's geklappt. Alles gut. Ich würde nur gern diese eine Tür aufbekommen, Leute. Bestienfluch erhalten. Stromfeste Salbe. Ah, schade, hier kann ich nicht runter, ansonsten könnte ich... Okay, irgendwann müssen wir mit einem Maschinenwesen her, gehe ich mal von aus. Ah, er ist wieder da. Er sieht aber anders aus. Das heißt, er könnte jetzt weg sein. Bam! Sein Loot droppt er natürlich ganz nach unten. Okay, eine Etage weiter unten gab es ein Item, aber... Das ignoriere ich gerade mal. Ich finde es auch interessant, wann die Musik aussetzt. Jetzt zum Beispiel, kurz vor einem Kampf, also während eines Kampfs, kurz bevor etwas Wichtiges passiert. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Bug ist, sondern ich denke schon, dass es geplant ist. Thank you.
Tatsache, wie cool 2B quasi da hinten vorkam. Damit so ein bisschen der Teleport überdeckt wird. Ey, ansonsten eine Kleinigkeit noch, ne? Bei Adam und Eva ist mir ja in der Cutscene was aufgefallen. Da war links tatsächlich so ein kleines Mädchen, was da gestanden ist. Wie bitte? Was war da? Is this their king? To be, that's an android. A Yorha-type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. To be! Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. Oh, verdammt, okay, das könnte hart werden. What you see in front of you is your enemy. She deserted us. Now kill her before she kills you. Okay, geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Let's go after her, 2B. Okay, was macht sie und warum? Ich will ihre Background-Story wissen. Damn, she got away. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Flames of war. They were always together. They never understood why. And yet they spent their lives nestled together. Forever. Forever and ever.
Pascal? This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Gut, Leute. Ja, also, ich weiß nicht, es packt mich irgendwie alles immer noch wie beim ersten Mal. Man merkt es vielleicht. Manchmal bin ich ein bisschen sprachlos. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Nier Automata. Also, heute wieder das Ende des Waldkönigs erlebt. Die Frage ist, was passiert demnächst? Also, ja, die Einblicke, aus manchen wird man nicht schlau. Bei einigen denkt man sich, ah, okay, so ist das gemeint. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und nächstes Mal sprechen wir mit Pascal. Bis dahin, macht's gut.